Den kleinen Weg darf ich ja nicht benutzen, glaube. Deswegen nehme ich doch lieber den normalen Weg hier. Oh, scheiße. Na, doch ein bisschen Glück. Ah, jetzt kommt der wieder hier. Und drängt mich total ab. Ah, scheiße, das war's. Nee, doch nicht. Jetzt muss ich es nur hier rüber schaffen. Dann hätte ich es geschafft. Und jawollo! Supidupi, dankeschön. Oh, das hat wehgetan. Hat sich so zumindest angehört. So. Mrs. Pinguin, kannst du mir jetzt bitte einen Stern geben? Du hast mich geschlagen? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern. Du hast ihn verdient. Wow, ein Powerstern. Und wir haben es geschafft. Und haben jetzt schon 10 Sterne. Gar nicht so schlecht. Noch 20. Jetzt brauchen wir noch das 20-fache und dann hätten wir das Unmögliche wahrgemacht. Nein, ich sammle natürlich nicht alle Sterne ein. Nein, 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 das will ich nicht machen. Dann brauche ich wahrscheinlich 300 Parts. Nicht übertrieben jetzt. So, jetzt machen wir wirklich, ich finde das Pinguin-Baby. Na gut, um das Pinguin-Baby zu finden, schlage ich vor, wir gehen erstmal hier auf den Schornstein und fragen da oben mal diesen Pinguin nach, ob er vielleicht ein Pinguin-Baby gesehen hat. Ach ja, schlagen muss ich's. Ach, scheiße. Ah, du dummes Teil, ey. Komm jetzt her hier, du Pinguin. Okay. Ach, kommst du her? Komm her. Komm. Komm her, so ist fein. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dir teleportieren kann. Wäre aber nicht schlecht, ich versuch's einfach mal. Oder bist du zu fett und der Teleporter sagt, nö. Eigentlich kann ich auch da runterfallen. Na gut, ich fall mal da runter. Oh nein, nein. Oh! Dummes Pinguin-Baby. Vielleicht falle ich ja noch irgendwie... Oh. Ups. Jetzt ist es gestorben. Das wollte ich natürlich nicht. Schade. Na gut, dann nehme ich den üblichen Weg, den normalen Weg und spare somit nicht Zeit. Ja gut, finde das Pinguin-Baby Teil 2. Hätte es gleich auf mich gehört. Und wäre es mit mir teleportieren gegangen. Aber nein, es will ja nicht. Oh. So. Oh, ich bring dich ja schon zu deiner Mutter, ey. Oh, scheiße. Nur wegen dir, ey. Oh nein. Ey, doch. Geil. Nein. Ist ja geil. So geht's auch. Hier ist ein dummes Baby, das mich fast umgebracht hätte. Das ist doch Mensch, Mario. Du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß. Ich würde neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Okay. No problemo. Nimm ich doch gerne. Keine Frage. Ah, warte mal. So, jetzt. Nein. Ah. So. Ta-da-da-da-da-da. Number 11. So. Und damit sage ich Tschüss Level, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder. Kurs 4 ist für mich jetzt erstmal so weit abgeschlossen und wir gehen jetzt zu Kurs, keine Ahnung, einfach zur Titanic. Wahrscheinlich Kurs 5. Das haben wir, hier haben wir, oh, wir können das oben da machen, Maya aber noch nicht. Das haben wir, jetzt mache ich das hier. Ich habe 3 Sterne, hier, guck. Oh ja, du hast Tatsache 3 Sterne. Die mystische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Okay, da ich mich hier perfekt auskenne, weiß ich, dass das ein scheiß Tor ist hier. Aber wo ist das schwarze Loch hier? Ach, da oben. Der Kontrast ist gerade so schlecht. Na, ich mache einfach so und dann Mist. Dann nochmal so und... Ta-da-da-da! Naja, ich weiß nicht, ob das mit der Steuerung so... perfekt ist hier. Perfekt geht. Ach, ich habe ja endlich Zeit sozusagen. So. So. Na 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 na.
Na, 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 na. Okay, waren das jetzt alle? Ja, anscheinend schon. La 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 la. La 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 la. Na 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 na. Oh mein Gott, wie lange dauert denn das noch? Ich will jetzt 10 Powerstern und mich dann verdrücken. Ich will nicht mehr, jetzt geb ihn mir. Oh ja. Ah, Jahre später so. Ich glaube, das ist jetzt der 7. Und jetzt wird nur noch der 8. Und der 8. ist da vorne und dann haben wir einen Stern. Boah, und das wäre gar nicht so schlecht und gar nicht so falsch, weil das ist sozusagen ein Secret-Stern, Star. Ta-da-da-da. Was? Wer hätte das gedacht, dass es hier für einen Stern gibt? So, 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 so. Ta-da-da-da. Jawohl. Jawollo, jawollo. Genialo, ein geheimer Stern des Schlosses. Speichern und weiter. Und wir gehen jetzt zur Titanic. Okay, wie ist denn der reingesprungen? Piratenbucht Panik Kurs 3, okay. Tauche in das Schiffswrack. Okay, hört sich ja schon mal scheiße an und ist wahrscheinlich auch scheiße. Oh, geil, da vorne ist so ein grünes Teil. Wo kann ich das nochmal freischalten? Ich glaube, außerhalb war das irgendwie. Naja, ist ja auch egal. So. Alles so neblig. Und dann tauchen wir mal. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, wie es war. Wir sollen diesen grafisch schlechten Aal auslocken. Oh nein, das war's, ich bin tot. Ah, warte. Hier sind Taler. Meine Rettung, meine Rettung.